Moin und willkommen zu einem neuen Video hier beim Kanal Schwungvoll. Ich bin im wunderschönen Kopenhagen und mit mir an meiner Seite ist es der ID. Buzz, über den ich heute ein bisschen was erzählen will. Ich bin eingeladen von Volkswagen zum Media-Event und heute geht es um den ID. Buzz in der People-Version. Ja, mit einer Länge von 4,67 Meter ist er übrigens nur 4 cm kürzer als ein Model Y. Das sieht man gar nicht, ne? Also von der Größe her sieht er deutlich länger aus als ein Model Y. In der Höhe, das sind dann schon mal 30 cm, bietet er aber megamäßig viel Raum. Open Space ist das, was VW daraus im Pressejargon gemacht hat. Und ja, lasst uns einfach mal heute das Fahrzeug angucken. Ausgestattet als Heckantriebler wie jeder MEB mit 77 Kilowattstunden Batterie. Nach WLTP ergibt das eine Reichweite von 425 Kilometer. Wir gucken uns das Auto mal im Detail an. Lass uns mal bei der geschlossenen Front anfangen. Unten im unteren Bereich, das Wabenmuster, das kennt man schon von den MBB-Baureihen, das ist nichts Neues. Hat man jetzt auch hier beim ID. Buzz natürlich aufgegriffen. Aber ansonsten, geschlossene Front dient dem CW-Wert, ich habe es schon mal erwähnt, 0,285 beim ID. Buzz in der People-Variante. Ist gar nicht schlecht für so eine Schrankwand. Ein weiterer Vorteil dieser Schrankwand, einfach der ganzen Bauhöhe, ist, dass man die Kamera jetzt hier unten reinsetzen konnte. Das ist die Kamera, die den Verkehr beobachtet, die man sonst von anderen Autos von oben kennt. Hier reicht es, den in diesen Bereich zu setzen. Es stört somit gar nicht im Blickfeld des Fahrers. Das können wir nachher nochmal beim Fahren uns angucken. Und das große VW-Emblem hier, da sind sie besonders stolz drauf bei VW, denn da mussten sie sich durchsetzen und haben so ein bisschen die Reminiszenz an den ersten Bulli, der 1950 übrigens in Hannover vom Band lief, genau wie der ID. Buzz, hier wieder eingebracht. Ein großes Logo, einfach zu zeigen, hey, ich bin der Bulli. Und was man genau unter dieser Haube hier findet, das gucken wir jetzt mal eben an. So, und wie ihr seht, seht ihr nichts. Also, Technik ist dahinter versteckt und das Einzige, was ihr hier überhaupt machen könnt, ist hier vorne das Wischwasser aufzufüllen. Ansonsten, ein Frunk hat man bei der MEB-Baureihe eben nicht. Es ist hier ein bisschen Platz noch über, aber sonst ist hier gefühlt noch viel weniger Platz, als es im ID.4 ist oder auch im ID.5. Insofern können wir die Klappe auch wieder zumachen, denn hier gibt es nichts zu sehen. So, bevor ich jetzt auf den Platz im Innenraum eingehe, man sieht hier richtig gut den Radstand des Fahrzeuges. 2,98 Meter, also fast 3 Meter Radstand beim ID. Buzz, kurze Überhänge, das ist das, was ihn auszeichnet. Das ist das Konzept Open Space. Und bevor wir uns das Open Space Konzept ansehen, sprich den Innenraum, möchte ich euch noch eins zeigen, weil das ist immer wieder Diskussion. Ladeklappe offen. So. Und in diesem Fall die elektrische Tür. Und was passiert jetzt? Natürlich nichts. Hier ist eine, ja, vier Finger breit immer noch Platz. Insofern, da haben die Jungs bei VW natürlich drüber nachgedacht. Und jetzt gucken wir uns mal den Platz drinnen an. Der sieht aus wie folgt. Also Regenschirme, die brauchen wir heute gar nicht. Es sind hier richtig angenehme 25 Grad. So, und rein hier. Ja, Open Space, das ist Open Space, ne? Wenn man hier sitzt, also ihr kennt das, ich bin 1,75. Ich bin jetzt nicht das Gardemaß, wie die bei dem Scholz dann vor der Kanzlei stehen. Das sind aber locker hier über 10 cm Platz. Ich fühle mich richtig gut hier drin und habe vor mir tatsächlich sogar einen Tisch. Wie geil ist das denn? Man fühlt sich hier wie im Flugzeug. Und Platz, ich kann meine Beine überschlagen, ich kann sie gut unter den Vordersitz schieben. Und übrigens, in jeder Schiebetür ist USB-C zu finden. Das Auto ungefähr hat, ich weiß nicht, wie viele USB-C-Lademöglichkeiten. Die kann ich gleich alle mit euch nochmal durchzählen.
Also da kommt keiner zu kurz. Und ansonsten muss man sagen, ist das Ganze natürlich auch umlegbar geteilt. Das ergibt eine ganze Liegefläche hinten. Also für diejenigen, die von euch unbedingt in einem Bulli, in einem Bus schlafen wollen, ist hier tatsächlich die Möglichkeit geschaffen. Das funktioniert heute schon, obwohl es noch nicht mal eine Camper-Variante gibt. Abschließend muss ich sagen, elektrische Schiebetür natürlich auch von hier aus elektrisch zu schließen. So, und natürlich geht die Schiebetür auf der anderen Seite auch elektrisch auf. Ja, und bevor wir uns jetzt um den Laderaum hinten kümmern, möchte ich mit euch auf die Ladegeschwindigkeit auf den Ladeport gucken. Dazu gehen wir einmal ums Fahrzeug herum. So, kommen wir mal eben zur Ladegeschwindigkeit des ID.Buses. Oben 11 kW an AC ist die Ladeleistung eigentlich heute schon Standard. Unten habt ihr den Stecker natürlich, damit ihr den CCS-Port dann in Gänze habt. Übrigens eine Peak-Leistung von 170 kW an DC. Und innerhalb von 30 Minuten lädt der ID.Bus somit von 5 auf 80%. Das kann sich sehen lassen. So, kommen wir von der Ladeklappe zur Ladeklappe. Der ID.Bus hat jetzt in diesem Zustand, in dem ihr ihn jetzt hier seht, ein Volumen von ca. 1200 Liter. Was schon mal für die eine oder andere Waschmaschine reicht. Übrigens, hier seht ihr schon den optionalen Boden, der so stabil ist, dass ihr tatsächlich auch drin pennen könnt. Unter der Klappe hier, hydraulisch, findet ihr nochmal zwei Aufbewahrungsboxen. In diesem Falle sind dort die Ladekabel vorhanden. Und ein besonderes Gimmick natürlich auch beim ID.Bus. Wir haben eine Anhängelast von 1000 Kilo. So geht das Ganze. Und wenn ihr sie nicht braucht, einfach wieder hier dran ziehen. Und wenn man SV sein möchte, und weg ist das Ganze. So, lasst uns mal das Ganze umklappen hier. Dann seht ihr mal wirklich, wie groß die Ladefläche dann tatsächlich ist. 2100 Liter wollen gezeigt werden. So, und dann haben wir hier noch ein besonderes Gimmick. Ihr fragt euch vielleicht, wozu sind diese Dinger da? Das zeige ich euch jetzt mal. Dazu nehme ich meinen Koffer. Dann könnt ihr die hier hinsetzen. Mit Klett. Nimmt den aus der anderen Seite und zack, da verrutscht nichts mehr. Wie geil ist das denn? So, so viel zur Variabilität des Innenraums des ID.Buses. Übrigens, zwei Sitzreihen Standard, im nächsten Jahr längerer Radstand und auch eine dritte Sitzreihe. Die Vorbereitungen sind längst getroffen, aber gucken wir uns doch mal eben das mit der Verstellung an. Also, das ist der Standard. Und ihr könnt dann in, wir haben gezählt, 6 Stufen, diese Verstellung bis in eine fast Liegeposition verstellen. Und wenn dann hinten noch ein bisschen enge sein sollte, weil 1200 Liter Kofferraumvolumen nicht reicht, dann könnt ihr auch noch mal eben den ganzen Sitz nach vorne ziehen. Dann wird es vorne ein bisschen enger, aber für die Kleinen, die dann hier gegebenenfalls hinten sitzen, reicht das locker aus. In diesem Sinne, höchste Variabilität hier im ID.Bus. Ich bin da ganz schön beeindruckt von und wie gesagt, die ebene Liegefläche, die habt ihr eben gesehen. Die ist richtig stabil, ihr könnt eine Matratze drauflegen, das zeige ich euch auch noch mal eben hier im anderen Bild. Und dann kann man da sogar drinnen schlafen. Vom Fahrersitz aus betrachtet, was sieht man? Erstens, ich sitze sehr hoch tatsächlich, also wirklich Booty-typisch und ich habe bis zur Frontscheibe so viel Platz. Mein Arm reicht nicht an, ab, aus, um da vorne ranzugreifen. Die Materialien verbaut hier im Innenraum sind übrigens wirklich teilweise auch recycelte Materialien. VW sagt ganz klar, ja, wir haben weder in den Sitzen noch in anderen Materialien hier irgendwas verwendet, was irgendwann mal gelebt hat. Lenkrad ist tatsächlich noch Leder, aber auch hier wird sich sicherlich irgendwann eine Alternative finden. Ansonsten tatsächlich auch recycelte Plastikflaschen etc. pp. Im Armaturenbrettträger, das ist auch neu hier, so ein bisschen die Holzoptik, die gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ansonsten, was sich tatsächlich von den bisherigen ID-Modellen tatsächlich unterscheidet, ist der Lenkstock hier. Also wer die ID-Modelle kennt, der weiß, dass man oben am Display eigentlich den Dreher hatte, um den Gang einzulegen. Das ist jetzt tatsächlich hier in den Lenkstock gewandelt. Muss man sich ein bisschen umstellen tatsächlich, also wenn man sonst die ID-Modelle fährt. Und ja, was fällt sonst auf? Wirklich viel, viel Platz, viel, viel Raum. Der Sitz, der sogenannte Captain's Chair, hier mit der optionalen zweiten Armlehne auch am linken Bereich. Damit kann man sehr, sehr entspannt fahren tatsächlich. Lassen sich natürlich in der Höhe verstellen.
Wir haben dann hier natürlich die Ablage für die Becherflaschen. Die sind serienmäßig. Unheimlich viele Ablagemöglichkeiten ohnehin im ID.Buzz. Wir haben hier auch eine Mittelkonsole und das gibt nochmal hier ein besonderes Gimmick. Ich kann die ganze Mittelkonsole hier, in diesem Falle, kann ich mir hier so einfach rausnehmen. Und ihr habt hier drinnen noch ein Fach, da könnt ihr auch noch Sachen reinfüllen und könnt das ganze Ding dann mitnehmen zum Strand oder so weiter und habt dann einfach eine Box mit allem, was da so reingehört. Aber das soll jetzt erstmal das vom Innenraum gewesen sein. Natürlich wollen wir das Fahrzeug jetzt auch mal eben bewegen in der Stadt. Ich will euch ein bisschen was erzählen zum Fahrkomfort, zur Geräuschentwicklung und natürlich auch zu den Leistungsdaten auf der Straße. So, meine Lieben, unterwegs im ID.Buzz. Und was als erstes auffällt für denjenigen, der sonst einen ID.3, ID.4 oder ID.5 fährt, der ganze Schaltapparat hier unten ist am Lenkstockhebel. Das ist neu. Normalerweise ist er vorne am Display. Hier ist er unten und man muss ihn drehen. Also nicht den Schaltstock bewegen, so wie man es vielleicht von anderen Autos gewohnt ist, sondern man dreht genauso, wie es vorher hier oben der Fall war. Ist für mich jetzt gerade noch ein bisschen Umstellung gewesen, aber ich glaube, da gewöhne ich mich ganz schnell dran. So, und ansonsten sind wir hier unterwegs im wunderschönen Kopenhagen. Lebenswerteste Stadt Europas, der Welt, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall ist es hier sehr lebenswert. So, Beschleunigung eines ID.Buzz, auch das ist natürlich, muss man nicht drüber reden, ist ein Elektroauto, Eingang 204 PS, 320 Newtonmeter Drehmoment an der Hinterachse natürlich. Das ist wie bei allen MEB-Fahrzeugen mit einer Antriebsachse, ist es die Hinterachse. Und da merkt man zum Beispiel beim Anfahren auch an der Ampel, dass der gut vorwärts geht. Ist natürlich nicht ganz so sprintstark wie zum Beispiel jetzt ein ID.3. Dazu ist das Gewicht einfach viel, viel höher des ID.Buzzes. Aber für das Mitschwimmen im Kopenhagener Verkehr hier reicht das allemal aus. Und das macht es eigentlich auch aus. Ihr habt hier ein Fahrzeug, was eine Riesenfläche hat. Also vom Kofferraum her sowieso, das gucken wir uns gleich nochmal an, aber halt auch für Passagiere, die fühlen sich hier richtig wohl und können sich auch richtig hinlümmeln. Auf den hinteren Sitzen seht ihr dann auch, gibt es Tische wie aus dem Flugzeug und so weiter. Und das ist halt etwas, das macht halt so ein Fahrzeug dann noch viel, viel reisetauglicher, als es zum Beispiel bei einem ID.3 ist oder ID.4 ist. Hier könnt ihr mit den Kindern bis in den Urlaub fahren und müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Ja, das Gewicht des Fahrzeugs habe ich angesprochen, das sind 2,4 Tonnen leer unbeladen. Gegenüber einem ID.3 sind das mal eben 600, 700 Kilo mehr nochmal. Das merkt man natürlich, das Fahrzeug ist unheimlich groß. Open Space nennt VW das Ganze. Und das ist einfach dem geschuldet, dass sie sagen, das ist eine große offene Fläche. Hier hat man einen ebenen Boden, den man halt bei einem Elektrofahrzeug auch so kennt. Und das ist halt etwas, wo ich dann auch sage, Open Space in so einem Bus, wo, wenn nicht hier, ne? Gut, wir gucken mal auf den Verbrauch. Aktuell, boah, ich bin gerade gestartet, da läuft er noch bei 30 Kilowattstunden auf 100. Und läuft jetzt gerade runter in den Bereich, in den wir dann kommen. WLTP soll er offiziell bei knapp über 20 Kilowattstunden liegen. Um nicht genau zu sagen, sind es, jetzt muss ich mal selber eben schummeln, 21,7 im Maximum, 20,6 im Minimum nach WLTP. Ob wir da hinkommen, ich bin jetzt bei 25,3, das werden wir jetzt sehen. Reichweite bei 84%, 381 Kilometer. WLTP sind es 400 und knapp 30 Kilometer, also 430 Kilometer. Es gibt aber auch schon Testfahrer, die haben hier deutlich mehr geschafft, also 500 Kilometer, so ein bisschen auf ebener Fläche. Das ist ja das, was mich interessiert zum Beispiel, weil ich das Fahrzeug ja auch bewegen möchte Richtung Hamburg und Umgebung. Ihr wisst es, also eCannonball steht vor der Tür und ich bin ganz gespannt eben auf das Event und auf den Verbrauch des ID.Buzzes. Ob wir dann hier konkurrenzfähig sein werden, das weiß ich nicht, aber das werden wir dann sehen. Was schön an Kopenhagen ist, wir sind hier direkt am Meer. Wir sind jetzt an einem Fjord.
Und jetzt fahre ich hier gerade mal in einen Bereich rein, der für uns genehmigt ist. Und dann möchte ich euch noch einfach mal mitnehmen, so ein bisschen die Landschaft hier auch rund um Kopenhagen zu genießen. Richtig, richtig schön hier. Hier sind so Bumper. Da rollt er absolut entspannt drüber. Generell auch mit einem CW-Wert von, und wir reden jetzt hier von einem Bass 0,285, also 0,285. Tatsächlich gar nicht so schlecht, wie man es für so ein Fahrzeug erwartet. Also der ID.Buzz selber ist ja jetzt nicht wirklich, man erwartet kein Aerodynamikwunder. Aber dafür ist ein Wert von unter 0,3 tatsächlich ein Wert, wo ich sage, Hut ab VW, das habt ihr gut gemacht. Und jetzt die kurze Tour, die wir jetzt gerade gefahren sind, bin ich auch schon bei WLTP 23,3 gelandet. So, okay, da vorne ist die Plattform und da werde ich mich jetzt mal hinstellen. Für viele ist die Frage, warum fährt der ID.Buzz nur 145 km/h? Also, zuerst einmal muss man wissen, dass der ID.Buzz natürlich nicht nur in Deutschland verkauft wird, sondern natürlich in ganz vielen Ländern in Europa. Und wir in Deutschland sind das einzige Land, bei dem noch mehr als 130 auf der Autobahn gefahren werden darf. Wie lange das noch geht, man weiß nicht genau. Und in Anbetracht der Tatsache, dass mit einem CW-Wert von, ich habe es eben erwähnt, 0,285, kein Blumentopf gewonnen werden kann auf der Autobahn und der Wagen hier viel zu viel verbrauchen würde, um auf seine 423 Kilometer nach WLTP zu kommen, hat man gesagt einfach, okay, wir regeln den ab. Ein ID.3 ist halt auch bei 160 km/h abgeregelt, ein ID.4 oder 5 GTX bei 180 km/h. Insofern muss man ganz klar sagen, das hat eigentlich bei VW schon irgendwo System, dass man Elektrofahrzeuge so reguliert in der Höchstgeschwindigkeit, dass sie eben auch immer noch maximal effizient zu bewegen sind auf der Autobahn. In der Stadt ist sowas alles egal. Wir stehen jetzt hier gerade bei einem Verbrauch von ca. 25 Kilowattstunden. Ich bin jetzt aber auch nicht wirklich so gefahren, dass ich jetzt darauf achte, möglichst sparsam unterwegs zu sein. So, jetzt geht's zurück zu unserem Startpunkt. Das heißt, ich will euch dann nochmal eben das Fazit meiner Fahrt hier präsentieren. Generell, es ist halt ein MEB. Das Fahrzeug hat überhaupt, also wirklich, ihr könnt den fahren wie ein PKW. Wendekreis, den zeige ich euch gleich nochmal, der ist sensationell für so ein Fahrzeug und deswegen halt auch gerade in der Stadt, trotz eines Radstandes von knapp 3 Meter, richtig gut in der Stadt auch zu bewegen. Was fehlt ansonsten noch? Übersichtlich ist er, weil das Fahrzeug ist eigentlich vorne genau an der Scheibe zu Ende, der Wagen ist hinten an der Scheibe zu Ende. Der ist 1,98 Meter breit, das heißt ohne Spiegel in deutschen Autobahnen habt ihr meistens so das Maß von 2,10 Meter. Länge habe ich schon erwähnt, ist er bei 4,71 Meter und somit tatsächlich etwas kürzer als ein Model Y. Ein bisschen länger zum Beispiel als ein Model 3. Und viel länger als ein ID.3, der mit 4,26 Meter dann noch deutlich kürzer ist. Aktuell gibt es den ID.Buzz nur mit dem 77 Kilowattstunden Akku. Damit hat er, wie eben erwähnt, 423 Kilometer WLTP-Reichweite. Ist mit 204 PS von 0 auf 100 in 10,1 Sekunden. Dem auch geschuldet, dass das Fahrzeug halt über 2 Tonnen wiegt. Also 2,4 sind es, glaube ich. Ich guck mal eben rein. Ja, 2,471. Ich habe hier so einen kleinen Schummelzettel für die ganzen Daten. Ja, aber grundsätzlich, ich glaube, dieses Fahrzeug, auf das haben ganz viele gewartet. Ja, der Preis 65.000 vor Förderung. Er bekommt ja trotzdem eine Förderung noch, muss man sagen. Nächstes Jahr sieht das ja schon alles anders aus, wenn die Förderung dann beim Kaufpreis dann nur noch bis zu einem gewissen Bereich gefördert wird. Und da könnte es dann durchaus sein, dass der ID.Buzz da dann auch durchs Raster fällt. Und ob er mit einem kleinen Akku kommt, das kann ich euch aktuell noch gar nicht sagen. Gut, wir sind jetzt gleich am Ziel angekommen.
Ich möchte noch ein bisschen was hier von Kopenhagen zeigen, von der Stadt hier direkt am Meer. Lebenswerteste Stadt der Welt, glaube ich. Also ich mag das unheimlich gern. Ich mag aber auch so die dänische Mentalität generell. Also die sind alle so ein bisschen entspannter und ich fühle mich hier unheimlich wohl und ich muss da nochmal eben auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an VW aussprechen, die eben uns hier nach Kopenhagen eingeladen haben. So eine Chance bekommt man halt nicht wirklich oft und da bin ich absolut dankbar. Die Software hier auf dem Mediasystem beim ID.Buzz übrigens ist tatsächlich eine Software, die so noch nicht, überhaupt noch gar nicht vorhanden ist. Ich habe sie noch nie gesehen und ich fahre jetzt wirklich schon viel ID. Und während einige noch auf 3.0 warten, hat das Fahrzeug hier, an der Karre seht ihr es vielleicht schon, eine ganz andere Software. Ihr Fahrzeug hat die ID-Software 3.2.0. 3.2.0. Also, ich habe schon von Menschen gehört, die in ihren Testfahrzeugen 3.1 drin haben. Aber 3.2 habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Allein das ist es wahrscheinlich wert, ein Video zu machen. Das machen wir jetzt hier nicht. Hier geht es tatsächlich nur um die Fahreindrücke, die sehr, sehr gut sind, und um das Fahrzeug selber. Aber 3.2, das ist wirklich eine Software, die habe ich selber noch nicht gesehen. Ihr habt natürlich die ganz normalen Lademenüs. Ihr habt hinterlegte Ladeorte und alles. Ihr seht jetzt auch 400 Kilometer bei 82%. Damit ist er definitiv über dem WLTP-Wert von 423 Kilometer bei 100. Das liegt aber auch darin, dass er hier in der Stadt bewegt wird, aktuell mit 21,8. Das zeigt er jetzt hier alles im Hauptdisplay an übrigens. Er zeigt hier auch 82%, er zeigt hier 402 Kilometer, er zeigt mir meinen Momentanverbrauch und ich könnte mir hier jetzt auch anzeigen lassen, zum Beispiel wie lange ich jetzt unterwegs war, was meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist und so weiter. Navigation, Daten. Also es ist schon sehr interessant, was die neuen Software-Generationen jetzt hier können. Und da sieht man auch, ja, VW braucht unheimlich lange, um eine neue Software auf den Markt zu bringen. Aber sie haben dementsprechend halt auch die Muße, das zu tun. So, und wendig ist der ID.Buzz übrigens auch mit 11,1 Meter Wendekreis. Das ist der Wendekreis eines VW Golfs. War's jetzt von den Fahreindrücken. Und somit kommen wir jetzt zum Fazit. Kommen wir zum kleinen Fazit des ID.Buzzes. VW ist besonders stolz jetzt gerade drauf, dass bereits über 10.000 Vorbestellungen vorliegen und das, obwohl noch nicht ein einziges Fahrzeug überhaupt beim Händler stand. Was kostet der Spaß? Ab 65.000 Euro seid ihr dabei. Nach oben natürlich offen, weil ihr könnt den natürlich ausstatten, wie ihr wollt. Zum Beispiel mit dem optimalen Ladeboden, den ihr hier gesehen habt, mit den elektrischen Türen etc. pp. Ansonsten muss ich sagen, dass der ID.Buzz eben genau das ist, was der Bulli damals auch war. Er polarisiert, er ist etwas Neues und in dieser Form ist er familientauglich und bietet das, was sonst vielleicht ein T6.1 oder T7 nur sonst zu bieten hat. Ganz viel Variabilität im Innenraum und natürlich eben die enorme Größe hinten für den Kofferraum. Mir gefällt der ID.Buzz richtig, richtig gut. Mit dem Heckantrieb 204 PS, jetzt in dieser Variante, Allrad wird auch noch kommen, es gibt noch einen längeren Radstand etc. pp., ist es jetzt schon ein richtig cooles Fahrzeug. Und wer jetzt noch einen für dieses Jahr haben will, der muss sich sputen, denn es wird nicht weniger. Die Fabrik in Hannover, wo das Fahrzeug genau wie der Bulli gebaut werden kann, schafft bis zu 900 Fahrzeuge pro Schicht. Das ist einiges, aber es liegen eben auch über 10.000 Bestellungen vor. Soll es an dieser Stelle gewesen sein? Ihr wisst, was jetzt kommt. Daumen hoch und runter. Wenn ihr den Daumen runter macht, dann bitte in die Kommentare, warum. Und ansonsten Kanal abonnieren, denn ein Kanal-Abo ist immer kostenlos und niemals umsonst. Vielen Dank und bis bald. Ciao.